bedanken möchte ich mich aber auch bei Spendern, die uns mit Geld, mit Sammelmaterial oder wie von der Katrin bereits dargestellt, mit Leihgaben unterstützt haben. Und wenn wir über Geld reden, müssen wir natürlich auch an die Mitgliedsbeiträge denken, die uns feste Einnahmen sichern. Auch die Mitglieder sind wichtig, die aus den verschiedenen Gründen nicht im Verein aktiv sein können, aber durch ihre Mitgliedsbeiträge zum Erfolg beitragen. Bei der Presse wollen wir uns bedanken. Ob beim Vorblattanzeiger oder der Freien Presse, immer wurden Vorschauen und Berichte über unsere Aktivitäten bereitwillig veröffentlicht. Und das ist für uns eine gute und unentbehrliche Hilfe. Aber auch allen Künstlern und Gästen, die bei uns aufgetreten sind, wollen wir danken. Dazu zählen auch im Besonderen die Bausacher Grund- und Mittelschule, der Hort, das Vogtlandtheater, Vogtlandkonservatorium und die Blaubusen Zierfreunde aus Jockenburg. Schließlich haben wir auch zu vielen Bausacher Institutionen, Vereinen gute Beziehungen, für die wir Ihnen dankbar sind. Unter anderem zur Kirchgemeinde, zu den Ringern, zum Gesangverein, zu den Chören in Ransbach, Ehrensgrün, Wallengrün, zu den Jagdbombläsern, der Schönwein-Kapelle Bernsgrün und zur Gruppe des Nord. Insgesamt sind auf dem Papier von 2004 70 Aktivitäten verzeichnet. Langeweile wird somit ein Fremdwort bleiben. Auf dem Gebiet der Sammeltätigkeit gibt es auch ganz klare Vorgaben zur Vervollständigung unseres Chronikarchivs. Im Besonderen gilt unser Augenmerk der Zeit von 1933 bis 1945, da darüber in den uns zugänglichen regionalen Archiven eine ziemliche Ebbe herrscht. Leider. Ich möchte deshalb hier und heute die Gelegenheit wahrnehmen, bitte um Unterstützung an die Pausa loszuwerden. Wir sichern die Bearbeitung der Unterlagen nach den Vorschriften des Datenschutzes zu. Im Pausaer Heimatdeck ist trotz all dem erreichten Fortschritt noch einiges zu tun. Zum Ersten natürlich die laufende Instandhaltung. Des Weiteren sind geplant und erste Vorbereitungen zur Umsetzung schon getroffen. Bau von rustikalen Bänken und Tischen für den Walzkeller. Sie werden, wenn Sie unser Haus heute hier anschließend besuchen, dazu eine riesige Menge von Pfosten und Brettern im Hof eingelagert sehen. Das Torhaus und die Straßenfassade sollen farblich erneuert werden. Auch für die Treppe in das Obergeschoss ist eine Sanierung vorgesehen, wobei die jetzige Architektur erhalten bleiben soll, aber die Begehbarkeit verbessert wird. Ein weiteres Projekt ist zumindest angedacht, nämlich den Zugang zum ehemaligen Eiskeller der Brauerei Hugo Burg zu finden, die sich
Ende des 19. Jahrhunderts auf dem Gelände des Pauser Heimat Ex befand. Da es sich um untertage Arbeiten handelt, müssen die Planungen sehr sorgfältig ausgeführt werden, was sicher noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Zum Thema Publizistik bzw. Denkmalspflege wurde die Erfassung und Dokumentierung der in unserem Gebiet noch zahlreich vorhandenen historischen Grenzsteine in Angriff genommen, da diese zu den geschützten Bodendenkmalen zählen. Es besteht die Absicht, diese Arbeiten auf einer Strecke von ca. 40 Kilometern zu leisten. Um es bildlich darzustellen, entlang der sächsisch-thüringischen Grenze von Kleinamerika über die Mittelhöhe bis zur Wildesdorfer Höhe bei Langenbach. Dazu kämen dann noch die Grenzmarkierung des ehemaligen Amtes Pauser. Um Missverständnissen gleich vorzubeugen, wir haben mit diesem Projekt nicht die Absicht, irgendwelchen neuen Abgrenzungsabsichten das Wort zu reden. Für uns zählt allein, die historischen Gegebenheiten zu dokumentieren und zu diskutieren, um auch diesen Teil der Vergangenheit unserer Region im Bewusstsein der Menschen zu erhalten. Denn historische Grenzsteine besitzen aufgrund ihrer Standorte und Beschriftungen eine hohe geschichtliche Aussagekraft. Zum Schluss meiner Ausführung möchte ich noch ein Angebot unterbreiten. Unser historisches Kabinett zeigt in konzentrierter Form die Geschichte unserer Stadt von den Anfängen bis zum Jahr 1945. Wir bieten deshalb an, dass die Pausaer Schule dieses Material vor Ort für Unterrichtszwecke nutzen kann. Wir sind gespannt auf die Reaktion. Gemeinsam feiern können.
Esel Aju und sei mir beisamme, mir sei ihr Schinsbar. Ei Baden wollt mir uns Niska, Niska. Bing, 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 bing. Liesel, mein Liesel, komm, sing, 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 sing. Bing, 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 bing. Liesel, mein Liesel, komm, sing, komm, sing. Such ich zum Entschätze, komm, gib mal einen Schmatz. Du Dutze, Schalappern und macht euch ein Fratz. Als Kriegelze, Honig ums Maul rumgeschmiert. Ist euch denn schon so was passiert, passiert? Bing, 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 bing. Liesel, mein Liesel, komm, sing, 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 sing. Bing, 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 bing. Liesel, mein Liesel, komm, sing, komm, sing. Ihr Madle, ich so sei, drum seid mir gescheit. Denkt dran, dass ihr alt wart, misst aus der Zeit. Denn seid ihr erst 50, doch ist schon vorbei. Du kommst nur ins Waldeisen, nein, ja, nein. Bing, 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 bing. Diesel, mein Diesel, komm, sing, 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 sing. Bing, 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 bing. Diesel, mein Diesel, komm, sing, komm, sing. Haben wir dem unermüdlichen Tätigwerden seiner überaus agilen Mitglieder zu verdanken. Heimat zu haben oder auch nur zu definieren, ist schwieriger geworden. Schon vor Jahrzehnten wurde darauf hingewiesen, dass bis vor ganz kurzer Zeit vom Kirchturm des Ortes aus ca. 80-90% der Ressourcen verblieben waren, welche der Heimatbewohner benötigt. Dies, man muss es wohl so sagen, warm ist in aller Nüchternheit der Boden, aus dem und auf dem die Heimat wächst. Dann kam das, was wir unter dem Sammelbegriff Fortschritt zusammenfassen. Bei aller Anerkennung dessen, was uns dieser Fortschritt gebracht hat, vieles davon erscheint uns nahezu unverzichtbar, ließe sich unsere jüngste Geschichte auch als eine Vertreibung aus der Heimat bezeichnen. Dabei ist eine ganze Menge wirklich auf der Strecke geblieben. Wird es nicht mehr geborgen, geht es auf die Dauer verloren. Der Heimatverein beteiligt sich an den Bergarbeiten. Er tut dies mit bemerkenswertem Geschick, wie viele Beispiele eindrucksvoll beweisen. Das Brauchtum zu pflegen, das alte Kulturgut zu bewahren, der Bevölkerung rundherum etwas zu bieten und die Bindung an die Heimat zu vertiefen. So lauten die Ziele des Vereins, den sich jedes Mitglied voll und ganz verschrieben hat. Mit Idealismus, Einsatz, Freude und Sachkenntnis haben sie alle sich ihrer, ja, man muss wohl schon sagen, Leidenschaft gewidmet. So gut wie jedes Opfer an Freizeit nehmen sie bereitwillig auf sich, wenn es gilt, Tradition leben zu bewahren und Verschollenes wieder wachzurufen, das längst verloren geglaubt war. Voller Freude und Genugtuung können sie heute auf das zurückblicken, was der Heimatverein in den vergangenen 10 Jahren geleistet hat. Es ist von bleibendem Wert. Es ist ihr Verdienst, Anstöße, Vorbild und Beispiel gegeben zu haben. Die Arbeit des Vereins beschränkt sich bewusst nicht darauf, selbst ein Stück Heimatgeschichte zu sein. Vielmehr ist ihr Verein ein Beitrag zum Leben hier, zur Entwicklung dieser Gemeinde und unseres Raumes insgesamt. Sie, meine Damen und Herren, haben mit Ihrem Verein ein Stück Heimatgeschichte geschrieben. Ihr Verein ist darüber hinaus auch selbst ein Stück Heimat geworden. An einem Festtag wie heute ist es ganz selbstverständlich, auf die guten und weniger guten Jahre.
zurückzuschauen, aber auch der Menschen zu gedenken, die den Verein lange Zeit begleitet haben, heute jedoch leider nicht mehr dabei sein können. Nicht minder wichtig erscheint es mir aber auch, gerade heute nach vorn zu schauen und auszuloten, was die Zukunft an guten, aber auch an weniger guten verheißt. Der Drang nach Gleichberechtigung gehört zu den prägenden Strömungen unserer Zeit. Das Streben von Bindung möglichst frei zu sein, die Geringschätzung des Überkommens und der Wunsch nach Veränderung stehen im Vordergrund. Ob unter diesen Umständen überhaupt ein Klima herrscht, in dem ein Gefühl zur Heimat wächst und gedeihen kann, ist zu bezweifeln, auf den ersten Blick zumindest. Die Frage stellt sich, lässt sich Heimat und Spannungsfeld zwischen Tradition und Fortschritt noch unterbringen? Oder Flexibilität, Mobilität und Abschied von liebgewordenen Gewohnheiten großgeschrieben werden. Ich meine ganz klar ja. Was zunächst wie ein Widerspruch erscheinen mag, ist keiner. Vielmehr wird gerade jetzt im Zeitalter von Raketen und Düsenjets, von Ferntourismus und weltweit offenen Grenzen, von Errungenschaften also, die unsere Erde näher zusammenrücken lassen, den Menschen noch deutlicher als früher bewusst, was es heißt, Heimat zu haben, und eine Beziehung zum lokalen und regionalen Bereich, zu dessen Geschichte und zu dessen Brauchtum aufzubauen. Daran sehe ich sogar eine besondere Chance. Denn als es für die Menschen kaum Möglichkeiten gab, den näheren Umkreis der Heimat zu verlassen, war die Verbundenheit mit ihr beinahe zwangsläufig gleichsam erzwungen. Wer aus seiner Heimat nicht herauskommt und damit nie Gelegenheit bekommt, Heimweh überhaupt zu verspüren, vermag nicht recht zu ermessen, was Heimat wirklich für ihn bedeutet. Die Heimat anderer zu besuchen, fällt heute nicht schwer. Gerade fern der eigenen Heimat empfindet man jedoch am stärksten, dass man unterwegs ist und wieder dahin zurückkehren kann, wo man geistig wie körperlich zu Hause ist. Wer hat sich denn noch nicht gefreut, als ihm irgendwo weit weg im Ausland ein Auto mit den heimischen Kennzeichen begegnet ist? Wir haben nicht das ganz besondere Kribbeln gespürt, als der Zug nach längerer Abwesenheit wieder an den heimatlichen Bahnhof einfuhr. Die territoriale Bindung ist ein Teil der menschlichen Natur. Der Mensch sucht, teils eher unbewusst, die innere Beziehung zum Ort seines Wohnens und zum weiten Raum. Der Mensch braucht Heimat als ruhenden Pol in einer Welt, die sich ständig verändert. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass Heimatpflege, die die Geschichte und Kultur des Raumes erhält und fördert, die den Raum und die Weite harmonisch sieht, bedeutet und verbindet, nicht nur heute, sondern auch morgen von großer Bedeutung sein wird. Heimatpflege kann mithelfen, die drohende Entfremdung des Menschen von seiner Umwelt zu verhindern. Sie kann dazu beitragen, dass der Mensch über seine Rolle nachdenkt, sich mit ihr auseinandersetzt und mit ihr schließlich ins Reine kommt. Noch etwas schätze ich an unserem Heimatverein ganz besonders. Er behält sein Wissen nicht für sich, sondern versucht auch die Allgemeinheit, die Außenstehenden für seine Ziele zu interessieren. Nicht in der Abgeschiedenheit, sondern in der Öffnung sieht er seine Aufgaben. Und er hat insoweit schon eine ganze Menge erreicht, aber noch längst nicht alles. Er wird sich, und davon bin ich überzeugt, gestärkt und bestätigt durch diese Bilanz, die heute von den Mitgliedern gezogen wurde, mit umso größerer Begeisterung in die neue Herausforderung stürzen. Ihnen allen, die sich um die Bewahrung der Schönheit unseres Landes und all seinen Ausprägungen bemühen, sage ich ein herzliches Wort des Dankes für den unaufwiegbaren Dienst, den zu unserem Land, unserer Heimat, der Stadt Bausa, den Menschen, aber auch den künftigen Generationen erweisen. Danke. Ich wollte es eigentlich erst mit hochbringen, aber ich habe es dann symbolisch machen lassen. Der Peter hat es vorhin schon gesagt. Liebe Freunde vom Heimatverein, der hat von dem riesigen Haufen gesprochen. Das ist ein symbolisches Stück Holz. Die Stadt Bausa schenkt dem Heimatverein für diese Bestuhlung, Betischung, das Material, wo der Peter vorhin gesagt hat, ein riesiger Haufen, die Sturm. Und wer das Bild heute im Vogtlandanzeiger gesehen hat, wo der Eckhardt schon die schützende Hand drüber hält, das ist das, was ihr heute zu eurem Jubiläum bekommt. Bedanke mich für euch.
der die Geschicke von Anfang an gelenkt und mitgeleitet hat, den ich als engagierten Kämpfer für diesen Verein kenne. Und ich möchte Herrn Vorsitzenden Eckhard Weigel mal bitten, diesen Tischplatz zu nehmen. Meine Damen und Herren, in Anerkennung besonderer Verdienste zum Wohle des Gemeindewesens ergeht die Eintragung in das Ehrenbuch der Stadt Bausa Vogtland mit gleichzeitiger Verleihung der Bürgernadel der Stadt Bausa an den Vorsitzenden Herrn Eckhard Weigel des Bauser Heimatvereines e.V. Bausa Vogtland, 28. Februar 2004. Auch wenn wir in der Person diese Ehrung vorgenommen haben, stellvertretend für alle Mitglieder des Heimatvereines. Und was wären natürlich die Männer des Vereines ohne ihre Frauen, die dort mithelfen und wo mancher Mann vielleicht nicht so zu Rande gekommen wäre, wenn er seine Gute nicht hätte. Helga, stellvertretend für die Frauen vom Verein, du kommst mit den Blumen, komm mal bitte her zu mir. Auch an die Frauen in deiner Person. Mitglieder für diese Ehrung. Ich sehe das auch, wie du gesagt hast, als stellvertretende Ehrung an, denn der Vorsitzende ist nur das eine, genauso wichtig ist der Part auf der anderen Seite. Nur dann, wenn man kräftige Mitstreiter hat, wird auch das. Schönen Dank. Danke. Alle Schwammel sagt, mehr als Licht, so sucht er.
im Namen des ältesten deutschen Geschichtsvereins, des Altersforschungsvereins, des Vogtländischen Altersforschungsvereins zu Hohenleuben, möchte ich herzliche Glückwünsche zu diesem Jubiläum überbringen. Und gleichzeitig, da ja Schriftenaustausch besteht, ein Buch, was noch nicht hier sei, überreichen. Es sind Sagen des Vogtlandes vom Verein herausgegeben. Bitte schön. Danke. Gleichzeitig möchte ich eine ganz persönliche Freude ausdrücken, heute hier zu sein. Denn als ich zum Beispiel mein Buch über Franz Theodor Strauß machte, habe ich Bekanntschaft mit vielen Mitgliedern gemacht und habe etwas gespürt, was vielleicht diesen Verein ausmacht. Das ist Hilfe für andere. Uneigennützigkeit. Und das möchte ich doch hier unterstreichen, denn nur durch die Mithilfe vieler, die hier sitzen, ist dieses Büchlein gelungen und auch die Ausstellung über den Strauß. Vielleicht lässt sich in den Plan des Vereins mit einfügen, irgendwann ein kleines Denkmal in Weingrün aufzustellen, dass dieser bedeutende Sohn dieser Stadt hier in der Nähe gelebt hat und von hier dann nach Herzin gegangen ist. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ich wünsche alles, alles Gute, vor allem viel Gesundheit, damit die tollen Pläne, die hier geäußert worden sind, Wirklichkeit werden. Vielen Dank. Diese Rasse lebt wieder auf mit unserer Hilfe, der Mutterquelle und unserer Eichen.
das passt hierher, mit der Fisch und Platz zum Heimat-Equipment. Ist nicht nur angetreten, um das zu tun, sondern er ist
des Augen, das hat er bei unserem letzten Stadtfest auf Eile zum Ausdruck gebracht, Initiator, Vordenker, Organisator, Durchführender und Abrechner. Und da hat sich der Vorstand in einer ganz besonderen Weise damals dargestellt, es ist ihm gelungen, und das habe ich eigentlich nach diesem letzten Stadtfest nicht wieder in dieser Form unter den Basler Vereinen gesehen, es ist ihm damals gelungen, die Vereine alle an einen Tisch zu bringen und für diese gemeinsame Sache Stadtfest Basler, selbst da haben wir einen Verein gegründet, zu gewinnen. Auch das Waldfest im letzten Jahr war ein kleines Zeugnis dafür, aber ich denke, der Rahmen, den wir damals gefunden haben, wurde nicht wieder erreicht. Dass Sie in Ihrer Arbeit weiter so erfolgreich vorankommen, dafür wünschen wir Ihnen als Feuerwehrverein eine sehr gute Zeit. Wir wünschen dem Vorstand, dass er mit vielen Gedanken und Initiativen an seine Vereinsstelle heranführt, dass es Ihnen gelingen möge, für diese Initiativen und Gedanken mehrheitlich die Vereinsmitglieder zu gewinnen und damit wir zum 20-Jährigen auf eine ebenso erfolgreiche Arbeit und Vereinstätigkeit zurückschauen können. Ihnen allen, Ihren Verein, alles Gute, in Mitteln und persönliche Gesundheit und heute Abend noch schönen Tag. Ich darf Ihnen noch mitteilen, ohne das in Eindruck zu verlesen, dass uns Gruß schreibt vom
Heimat- und Wanderverein als Mühldorf zugekommen sind von der Gemeinde Neunkirchen, vom Bund Naturschutz der Ortsgruppe, der Udo Schröder des Werder Krankenhaus und vom Heimat- und Verschwörungsverein in Neunkirchen. Ich setze die Brille nochmal auf. Ich bedanke mich gewissermaßen als Verabschiedung ganz herzlich bei euch, die ihr die Zeit gefunden habt, uns hier musikalisch zu betreuen. Ich bedanke mich auch ganz besonders beim Raphael Beuge. Wenn ich richtig bin, ich habe in dem Morgen gesprochen, ich bin halt Spieler seit 10 Jahren bei mir. Und wenn ich es andererseits richtig erfahren habe, fängt er als Lehrling, ist das schon soweit? Noch nicht ganz. Noch nicht, also er will als Lehrling im Klavierbau anfangen. Also, und dazu viel Erfolg. Ich bedanke mich bei Ihnen als Besucher und ja, wir haben so viele Blumen gekriegt, dass, wie das immer so ist, die sich dann häufen. Und deshalb haben wir jetzt ganz operativ entschieden, dass die Mitglieder bei uns, die über 80 Jahre alt sind, jetzt einen solchen Blumenstrauß geschenkt bekommen. Wir nehmen die jetzt mal auf. Der älteste Anwesende ist, glaube ich, der Theo Wenzel. Ich sage nicht, wie alt er ist, weil das sagt man ja nicht, ne? Ein Gruß für die Frau.
Vorfall, das hilft. Ja. Ja, und das ist froh, wenn es dieses tolle Stadtmodell gebaut hat, was hier drüben ist, ne? Aha. Ja, das ist erstmal ganz wichtig. Also in welche Zeitung kommt das Bild? Moment mal. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass wir das ein wenig bewundert haben. Ja? Die machen doch laufend. Ein Sieg, 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 ein Sieg